Wir wollen hier heute Abend einen anderen symbolisch krönen, nämlich Ewald Karl Schrade. Begrüßen Sie ihn mit einem ganz herzlichen Applaus. Karlsruhe, als die Kunstwelt das hörte, vor 20 Jahren, haben viele gesagt, never ever. Und dann wurden sie doch eines anderen belehrt. Genauso wie die Stadt Karlsruhe als Kultur- und Kunststadt hat auch die Art Karlsruhe in den vergangenen 20 Jahren durch eine rasante Entwicklung nochmals verstärkt gezeigt, was sie auf dem Kasten hat. UNESCO City of Media Arts ist die Stadt. Und wir haben hier mit der Art Karlsruhe eine Messe, die im 20. Jahr ihres Bestehens stabiler steht denn je zuvor. Britta Wirz ist diejenige, die seit dem Jahr 2009 die Erfolgsgeschichte der Art Karlsruhe mit vorangetrieben hat. Begrüßen Sie sie herzlich mit mir, die Geschäftsführerin der Karlsruher Messe und Kongress GmbH. Sehr verehrte Damen und Herren, wir feiern ja in diesem Jahr eine ganz besondere Messe. Es ist die 20. Ausgabe der Art Karlsruhe und es ist zugleich die letzte Ausgabe, lieber Ewald Karl Schrade, unter Ihrer kuratorischen Leitung. Und deshalb möchte ich Ihnen schon mal vorab meinen allerherzlichsten persönlichen Dank für diese 20 Jahre und die 15 Jahre gemeinsame Arbeit hier aussprechen. Meine Damen und Herren, ich habe es schon gesagt, diese Messe ist keine gewöhnliche Ausgabe, weder für uns noch für Herrn Schrade, denn sie ist ein krönender Abschluss dieser Messe, die seit 2004 diese herrlichen Hallen in Rheinstetten füllt. Lieber Herr Schrade, Sie haben immer Ihren ganz persönlichen Impetus in dieser Messe gehabt und haben sie auch weiterhin und wir sind gute Freunde und das auch über die nächsten Jahre, lese ich jetzt mal hier außerhalb meines Skriptes, aber das ist das, was ich empfinde, wenn ich in Ihre Augen blicke heute Abend. Lassen Sie mich aus diesem Anlass einen Blick auch auf die Anfänge der Messe werfen. Die erste Pressemappe 2004 aus dem Büro Lindinger und Schmidt, auch hier heiße ich Sie herzlich willkommen, stellt die Frage aller Fragen gleich auf Seite 1. Braucht Deutschland eine weitere internationale Messe für moderne Kunst? Die Antwort, so die Presseagentur, würde sich spätestens in 1, 2 oder 3 Jahren verbindlich geben lassen, wenn sich die Art Karlsruhe etabliert habe oder aus dem Kunstmessekalender verschwunden ist. Heute schreiben wir das Jahr 2023 und die 20. Ausgabe der Kunstmesse Art Karlsruhe steht mit 207 eingejurierten Galerien aus 15 Ländern in den Startlöchern. Die im Jahr 2004 gestellte Frage aller Fragen lässt sich also heute auf jeden Fall mit Ja beantworten. Und nochmal, Herr Schrade, das haben wir Ihnen zu verdanken. Die Messe hat sich in ihrer Klarheit und Konzeption, wie Sie sie als Gründungskurator erdacht haben, als überaus stabil erwiesen. Von Ausgabe 1 bis heute haben wir eine klare zeitliche Verortung mit 120 Jahren Kunstgeschichte. Wir haben europäische Galerien dabei, sie kommen heute aus insgesamt 15 Ländern, 47 aus dem Ausland, ganz überwiegend aus Europa, aus Großbritannien, Italien, Dänemark, aus den Niederlanden oder Griechenland, aber auch aus Südkorea. Damit sind wir gut aufgestellt und selbstredend sind auch die großen Namen der deutschen Galeristen hier vertreten. Ich denke an Ludorf aus Düsseldorf, Maulberger München, Tolle Rotermund Hamburg, Francais aus München, Baumgarte Bielefeld oder auch Van der Kolen. Frau van der Kulm ist auch hier heute Abend, hallo, um nur in Mainz und Venedig nur um ein paar zu nennen.
Die Verlässlichkeit und Beständigkeit der Messe hat natürlich mit der klugen und bewährten Konzeption ihres Gründers und Erfinders Ewald Karl Schrade zu tun. Mit der 20. Ausgabe dieser Messe endet nun die Ära des Gründers und Entwicklers der Messe. Wir, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Messe Karlsruhe, aber ich glaube auch der ganze Standort, alle Galeristinnen und Galeristen sind Ihnen zu größtem Dank verpflichtet. Denn es ist Ihrem unermüdlichen Ringen um die beste Lösung im ganz Kleinen, aber auch im Großen geschuldet und auch Ihrem unnachahmlichen Beharrungsvermögen, dass zum Schluss diese Pressemitteilung nicht mit einem Nein geendet hat. Denn ja, es ist hier Raum für eine schöne Kunstmesse. Lieber Ewald Karl Schrade, Sie haben auch meine Einladung angenommen, in Halle 1 in diesem Jahr zu Ihren Ehren eine Sonderschau zu gestalten, 400 Quadratmeter groß. Wir dürfen im Anschluss an diese Eröffnungsfeier noch gemeinsam mit Ihnen hinüberziehen und Sie werden uns sicherlich dort auch das ein oder andere von Ihren Lieblingsstücken zeigen. Vielen Dank, liebe Frau Wirth. Die Hälfte der Geschichte der Art Karlsruhe hat er engagiert mitbegleitet. Herr Mentrup, wir freuen uns auf Ihr Grußwort. Und ich darf sagen, dass ich persönlich besonders gespannt bin, was Sie in dieser bunten Plastiktasche ab ins Warme mitgebracht haben. Ja, liebe Britta Wirth, lieber Arne Braun, lieber Ewald Karl Schrade, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie jetzt so en bloc begrüßen, die ganzen Karlsruherinnen und Karlsruher aus der Stadt und aus der Region, Vertreterinnen und Vertreter der Kunstszene aus Deutschland, aus ganz Europa und darüber hinaus. Nun findet diese Art zum 20. Mal statt. Und wer hätte das denn wohl gedacht, als im Jahr 2004 die Idee der Kunstmesse im deutschen Südwesten der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Zahlreiche Neuerungen sind in diesen zwei Jahrzehnten eingeführt worden, die zur anhaltenden Attraktivität sicher beigetragen haben. Viele damals definierte Elemente, und Sie, Frau Wirth, sind eben darauf eingegangen, sind aber auch geblieben. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Viele andere sozusagen Projekte oder auch Formate haben sicherlich in 20 Jahren nicht es geschafft, die ursprünglichen Elemente immer weiter fortzusetzen, sondern haben oft auch viele Veränderungen. Und es spricht für Ihre Kompetenz, Herr Schrade, und es spricht auch für Ihre vorausschauende, sozusagen Ihre Vorausschaukompetenz hier dann doch schon sehr früh diese Formate gefunden haben. Skulpturenplätze, Einzelausstellungen an den Messeständen, Preisverleihungen, aber eben auch die Präsentationen privater Kunstsammlungen als Anregung zum eigenen Sammeln. Sie zahlen auf das Konto der Kunstmesse ein und tragen zur Zufriedenheit aller gleichermaßen bei. Ewald Karl Schrade ist einer dieser bewundernswert nimmermüden Macher, die nicht ruhen, bis die Dinge am Ende in Ordnung sind, die ihnen vorschwebt. Mit seinem schwäbischen Guttural mildert er seine konkreten Vorstellungen ab, gern ein verschmitztes Lachen auf den Lippen, nimmermüde aber auch deshalb, weil sie in einem Alter sind, in dem andere sich schon längst aufs alten Teil gesetzt haben. Ich glaube aber dennoch behaupten zu dürfen, dass sie vor allem auch unglaublich durchsetzungsstark sind. Und das mag durch das Lächeln etwas abgemildert werden, aber es ist trotzdem etwas, was am Ende den Erfolg natürlich auch mit auslöst. Von der Freude, mit der Kunst zu leben, hat Ewald Karl Schrade seine Autobiografie betitelt, mit der er sich selbst das Denkmal in Buchform zum 40-jährigen Galeriejubiläum 2017 gesetzt hat. Es ist diese, darf ich jetzt behaupten, typisch schwäbische bescheidene Unbescheidenheit, die ihn an dieser Stelle ausmacht. Und ich freue mich sehr, dass dieser Titel jetzt auch Ihre Einzelausstellung bzw. Ihre Sammlung hier tituliert, denn die Freude, mit der Kunst zu leben, wird Sie ja weiter begleiten, aber begleitet eben auch uns, seitdem Sie diese Messe hier bei uns gefunden haben und wird auch die nachfolgende Generation begleiten, die jetzt in diesem Jahr den Staffelstab übernimmt. Kunst gleich Kapital, diese Gleichsetzung geht auf Josef Beuys zurück. Kunst gleich Leben, das dürfte eine für Sie passendere Gleichsetzung sein. An dieser Stelle darf ich Ihnen deswegen auch als Stadt ganz, ganz herzlich Danke sagen für Ihr 20-jähriges unermüdliches Engagement und Ihren enormen Einsatz, mit dem Sie die Art Karlsruhe zu einem der wichtigen Eckpfeiler im Kalender unserer Stadt und weit darüber hinaus gemacht haben.
herzlichen Dank für Ihre tollen Ideen, für das Durchhaltevermögen, sie dann auch umzusetzen, für die Beharrlichkeit, alle Kritikerinnen und Kritiker am Ende zu überzeugen und uns damit in Karlsruhe einen ganz wunderbaren Leuchtturm der Kunst und der Kultur zu ermöglichen, von dem wir als Bürgerinnen und Bürger aber alle auch persönlich sehr profitieren können. Herzlichen Dank und für alles Weitere in Ihrem Unruhestand. Alles, alles Gute. Wir haben es eingangs bereits gehört, der Ministerpräsident kann wegen eines zwingenden anderen Termins seine Glückwünsche heute Abend leider nicht persönlich überbringen, aber er hat eine Vertretung geschickt und zwar eine sehr gute Vertretung, Kunststaatssekretär Arne Braun. Ja, ich bin zum ersten Mal hier, es ist meine Premiere. Der OB hat gerade davon gesprochen, dass es die noch gibt, die Menschen, die dann tatsächlich fasziniert sind von dem, was hier passiert. Und das, was ich hier gesehen habe, die ersten Eindrücke sind großartig und schön, dass wir diese Schnittmenge noch hinbekommen, Herr Schrade. Mein erstes Mal, Ihr letztes Mal. Wie schön. Ein Leben mit und für die Kunst, das ist eine treffende Beschreibung Ihrer Biografie. Sie sagten es, Herr Mentrup. Herr Schrade, oder eine andere Überschrift, eine Erfolgsgeschichte, habe ich irgendwo gelesen. Als Sie im Jahr 2004 die Art Karlsruhe gründeten, war das erklärte Ziel, auch neue Menschen für die Kunst zu begeistern und zu Sammlern werden zu lassen, und das ist Ihnen gelungen. Sie werden zitiert, eine Kunstmesse ist nicht nur eine kommerzielle Schau, sie muss von Herzen kommen. Und die Bilanz nach 20 Jahren Art Karlsruhe ist ganz hervorragend. Die Karlsruher Kunstmesse hat sich einen festen Platz im Kulturkalender erobert. Sie hat sich unter den wichtigsten internationalen Kunstmessen etabliert. Und zu dieser Erfolgsgeschichte möchte ich Ihnen, lieber Herr Schrade, auch im Namen und mit den besten Wünschen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann herzlich gratulieren. Ein absolutes Alleinstellungsmerkmal der Kunstmesse ist die lichte Atmosphäre der Hallen und das Wechselspiel von Galeriekojen, One-Artist-Shows und den großzügig angelegten Skulpturenplätzen. Ich werde mir das alles noch angucken. Ich danke Ihnen, lieber Ewald Karl Schrade, für Ihren unermüdlichen Einsatz und kreativen Input. Es ist Ihr großer Verdienst, dass dieses Format so erfolgreich wurde und auch in Zukunft sein wird. Da bin ich mir sicher. Herzlichen Glückwunsch zum 20. Jubiläum und ein herzliches Dankeschön natürlich auch an Ihr engagiertes Messeteam und große Anerkennung für die erfolgreiche Arbeit unter der Leitung von Ihnen, an Karl-Ewald Schrade. Vielen Dank. Und der Oberbürgermeister hat schon gesagt, von uns gibt es auch ein Geschenk. Und zwar, ich erwähnte es, ein Überlebenspaket. Und zwar von The Land Baden-Württemberg, The Tesch, voll mit Kunst und Kultur. Und wie gesagt, Überlebensdevotionalien können Sie sich gerne dann in Ruhe anschauen. Haben wir für Sie zusammengestellt. Vielen Dank, Herr Schrade. Und wir sehen uns. Danke. In Potsdam befindet sich eine der wunderbarsten Privatsammlungen im deutschen Raum in einem wunderbaren Museum, dem Museum Barberini. Der Sammler heißt Hasso Plattner, hat seine Wurzeln im Südwesten, er hat SAP mitbegründet und lebte mit seiner Familie in der Nähe von Heidelberg. Dort wuchs auch Stefanie Plattner auf. In Potsdam hat ihr Vater ihr die Leitung des Kunsthauses Minsk übergeben. Ich spreche heute zu Ihnen als Stiftungsrätin der Hasso Plattner Foundation und in der Rolle der Projektzuständigen das Minsk Kunsthaus in Potsdam. Das Minsk wurde im vergangenen September in Potsdam eröffnet. Ich habe den Umbau des ehemaligen Terrassenrestaurants mit begleitet, einem Kleinod der Ostmoderne. In Minsk zeigen wir Kunst aus der Sammlung, die nach 1945 entstanden ist und die sich im Schwerpunkt mit der DDR beschäftigt. Das Minsk und das Programm, das es beherbergt, haben auch in der Stiftung einen Perspektivwechsel verursacht. Es gilt natürlich einerseits, die Sammlung zu würdigen und zu bewahren, sie aber auch immer wieder neu zu betrachten, sich im Austausch mit dem Team des Minsk neu mit der Kunst auseinanderzusetzen. Das öffentliche Arbeiten mit einer privaten Sammlung ist ungemein spannend. Insofern schaue ich voller Vorfreude auf die kommenden Jahre der Weiterentwicklung der Sammlung Hasso Plattner
und der beiden Ausstellungshäuser in Potsdam und kann Sie nur alle dazu inspirieren, hier sich die Werke genau anzuschauen und zu überlegen, was man mit so einer Sammlung alles beleuchten, diskutieren und ausdrücken kann. Und wenn man es noch einen Schritt weiter sieht und sie über Jahre gesammelt hat und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, diesen Diskurs für die Öffentlichkeit zu öffnen. Vielen Dank. Unser nächster Redner, der Herr aus Berlin, Olaf Zimmermann, eine der wichtigsten Stimmen im kulturpolitischen Diskurs unserer Republik. Olaf Zimmermann ist nicht nur Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, nein, er hat auch zur Kunst eine sehr persönliche, direkte Beziehung. Er war nämlich, bevor er diese große Aufgabe in Berlin übernommen hat, 10 Jahre lang Galerist in Köln. Im letzten Jahr wurde skandalisiert, dass öffentliche Mittel während der Pandemie in den Galeriebereich hineingeflossen sind. Sie merken das schon, wenn ich das so sage. Ich sehe das nicht so, sondern ich glaube, es war absolut richtig und absolut notwendig, dass auch die Galerien mit öffentlichen Mitteln gefördert wurden. Entscheidend aber ist, dass zwischen dem Künstler oder der Künstlerin und der Kunst und der Öffentlichkeit eine Art Katalysator geschaltet ist. Und dieser Katalysator ist der Ausstellungsbetrieb, ein Konglomerat aus Händlern, Galerien, Auktionshäusern, Messen, Kunstzeitschriften, Sammlern und Museen. In dieser Gemengelage, meine sehr verehrten Damen und Herren, nehmen die Galerien nach meiner Ansicht eine Schlüsselstellung ein. Sie sind die Jongleure, die die verschiedenen Bälle des Ausstellungsbetriebes in der Luft halten. Sie haben mit der Messe wie der Art Cologne oder wie hier im Südwesten mit der Art Karlsruhe Orte besonderer Art geschaffen, an denen Galerien und Sammlerinnen und Sammler zusammenkommen, an denen über Kunst und insbesondere den Kunstmarkt berichtet wird. Ich bin fest davon überzeugt, der Kunstmarkt ist für die Entwicklung der bildenden Kunst sowie den Karriereweg von Künstlerinnen und Künstlern unverzichtbar. Deshalb ist eine öffentliche Förderung von Galerien letztendlich eine Form von Künstlerförderung. Reden wir also im Abschluss noch einmal von einer bodenlosen Ungerechtigkeit. Dem Kunsthandel wird seit vielen Jahren der ermäßigte Mehrwertsteuersatz verwehrt. Sie zahlen 19% Umsatzsteuer. Ihre Künstler und viele andere Kulturbereiche bezahlen den ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 7%. Und ich sage das hier sehr deutlich, ich glaube, es ist Zeit, es ist überfällig, dass die Bundesregierung diese Form von Gerechtigkeit einführt, dass eben auch im Bereich des Kunsthandels dieser Weg bestritten wird. Und ich sehe hier Herrn Jamuczek und ich weiß, dass er mit dem Galeristenverband ständig die Bundesregierung nervt und sagt, macht es endlich, aber es muss endlich auch getan werden, damit endlich in diesem Bereich Gerechtigkeit einzieht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Kunstmarkt wird von inspirierenden Galeristinnen und Galeristen wie Sie, verehrter Herr Schrade, es sind am Laufen gehalten. Sie, der mit der Art Karlsruhe ein Messeereignis im Südwesten Deutschlands geschaffen hat, das eine so große Ausstrahlung hat. Ich gebe es hier ehrlich zu. Ich hatte gehofft, aber ich hatte nicht gedacht, dass die Art Karlsruhe sich etablieren würde. Schon so oft waren Messegründungen wie in Frankfurt, Berlin, Düsseldorf nach einigen Jahren wieder verschwunden. Aber Sie haben das fast Unmögliche möglich gemacht. Hierzu gratuliere ich Ihnen im Namen des gesamten Deutschen Kulturrates sehr, sehr herzlich. Danke, meine Damen und Herren. Ja, da kann ich nur sagen, ich bin mehr als sprachlos. Das ist schon hammermäßig, was Sie hier sich ausgedacht haben. Wie viele Menschen, wenn die da alle stehen, mit welchem Engagement meine Arbeit gewürdigt wurde. Für mich war es ja wirklich einfach alltägliche Arbeit, die man macht. Und man steht auf und macht seine Arbeit. Und wenn man dann fertig ist, freut man sich drüber. Und jetzt habe ich ja
doch 19 Jahre geübt und das ist jetzt hier mein Meisterstück. Das kann ich jetzt mit Fug und Recht so übergeben. Und eines möchte ich natürlich nicht versäumen, denn was mich wirklich mehr als gerührt hat, als die Vorgänger von Frau Wirz zugesagt haben, als ich sie eingeladen habe, dass sie hierher kommen zu meiner letzten Messe, als Organisator natürlich. Und fange an bei Klaus Hähnel, der damals in der Zeit, wo Herrn Fehnrich noch Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe gewesen ist, das verantwortet hat gegen viele Zweifler. Vielen Dank, dass er mich überredet hat. Ich habe mich wirklich mühevoll überreden lassen, aber ihr habt es geschafft und der Überredungskunst ist es zu verdanken, dass es heute gibt. Nachfolgend Gerald Böse, der uns wegen grandioser Karriere in Köln verlassen hat. Und der hat ja eigentlich in der Zeit da gewesen, wo es darum gegangen ist, das Baby war so gerade angefangen hat zu laufen, mitzuentwickeln, dass es richtig selbstständig gehen konnte. Auch dafür herzlichen Dank für die wunderbare Zusammenarbeit damals. Und gefolgt von Klaus Hoffmann, der zwischenzeitlich gewechselt hat als Bürgermeister nach Bad Herrenalb, auch weitere Karriere gemacht hat, bis dann vor 15 Jahren ich mit Frau Wirz zusammen dieses jugendliche Projekt zur Vollendung und zur Reife gebracht habe. Und dann sind ja ganz, ganz wichtig all die Künstler, die mich begleitet haben, die mich beraten haben. Das ist eine großartige Geschichte, die man allein nicht tragen kann. Und ohne Engagement für die Kunst geht gar nichts. Das ist das Wichtigste, weil die Kunst ja immer wieder von mir betont, das höchste Gut ist, das über alle Grenzen hinweg ihre Wirkung hat. Es ist über territoriale, ethnische, politische Grenzen hinweg ist die Kunst eines der wichtigsten Güter der Menschheit. Was bleibt denn übrig von uns Menschen? Es bleibt nichts übrig als die Kunst. Die Kunst ist das, was übrig bleibt. Wer für die Kunst was tut, sagte ich in der ersten Messe schon, sind meine Freunde. Und dann bedanke ich mich natürlich für die Lobpreisungen von Herrn Oberbürgermeister und natürlich von der Frau Wirz über die Maßen, die mich mehr als überrascht hat. Und ich sage, ich bin fast gerührt, in welcher Form man mich hier zu würdigen weiß. Ich wollte doch die Gelegenheit nutzen, meine zwei liebenswerten Nachfolger noch auf die Bühne bitten. Frau Blass, Herr Jamuzek. Als ganz junges Mädchen kam sie und ist zu einer wirklich großen, großen Fachkraft geworden und managt dann immer das Innerbetriebliche, alles, wie die Frau Wirz so schön sagt. Die eine ist die Innenministerin und der andere ist der Außenminister, der Jamuzek. Ein Mann, der im Kunstbetrieb großes Vertrauen genießt, muss ich sagen, als Vorsitzender des Bundesverbandes Deutscher Galerien. Und die beiden werden ab Sonntagabend das Ruder übernehmen. Er hat sich ja sehr zurückgehalten, hat einen eigenen Stand, ist Mitaussteller. Und Frau Blass, die immer an meiner Seite alles gemacht hat, was mir so im Hirn kam, hat sie realisieren dürfen, müssen, sollen, wollen. In diesem Sinne sind das die zwei wichtigsten Menschen, die Sie kennen müssen. Wir gehen jetzt vielleicht an meine Sonderschau, wo man sehen kann, was so ein bescheidener kleiner Kunsthändler doch so langsam zusammenkratzen kann und an die Wand hängt. Das hat mir sehr gefallen, weil die Bilder stehen ja sonst im Schloss, das ist ja groß, aber sie stehen meistens im Lager, mit Ausnahme von dem Bürgermeister, der in der Messe drin, in dem Stand mittendrin steht.
Das ist eine große Bronzeskulptur, der Wannabe von Dietrich Klinge. Den kann man nicht verbergen im Lager, der sitzt vor dem Schloss in Mochental und bewacht die Kunstschätze. In diesem Sinne einen sehr vergnüglichen Abend und noch eine ganz wunderschöne Messe. Dankeschön. Thank you.